freue mich ganz besonders, heute Alexander Saliwonczyk zu begrüßen im Kunstverein Familie Montes. Trotz Corona-Zeiten hat er in der Ausstellungshalle 12 Bilder präsentiert und in unserem sogenannten Gang weitere Bilder, die ich mit seiner Erlaubnis auch veröffentlichen darf. Alexander, vielen Dank, dass du da bist. Und ich würde dir gerne ein paar Fragen, oder ich werde dir ein paar Fragen stellen. Ja, bitte. Zu deinen Arbeiten. Der Titel der Ausstellung heißt Facing Frankfurt. Ja. Und ja, also es ist quasi offensichtlich, warum der Titel gewählt wurde, weil du dich mit vielen Gesichtern, die du in Frankfurt gefunden hast, dich auseinandersetzt in deinen Bildern. Die erste Frage ist, wie findest du diese Gesichter, diese Menschen, die du später dann auf deine Kunstwerke präsentierst? Okay, diese Gesichter, Frankfurt, das ist mein Arbeitsplatz, sagen wir so. Ich bin zu Hause von Weißhof und komme ich nach Frankfurt und dann, das ist für mich wie eine Spitze von Welt, das ist Megapolis, das ist viel Leute von ganzer Welt. Das ist mir immer interessant, sehen das und irgendwo das alles irgendwo auf meine Leinwand bringen. Wie? Okay. Okay, Franziskustreff, Café. Wenn ich dort bin, dann ich ganz aufmerksam gucke auf ihre Gesichter und versuche irgendwo in meinen Kopf gelassen hat, diese Gesichter. Manchmal, wenn ich bin auf der Straße, Viertel Bahnhof oder so, dann ich einfach gehe zu meinem Mann und dann frage ihn, ob ich kann dir Foto machen. Ich gebe ihm ein paar Euro dazu und das auch so eine Möglichkeit. Oder, naja. Wenn ich kurz einhaken darf. Also es ist natürlich, das sieht man auch, extreme Figuren der Gesellschaft, so möchte ich es verfassen. Ja, genau. Das, aber nicht ja, wie eine Gestalt. So von, Gestalten, ja, also ja, nichts, was man in einem Hochglanzmagazin... Nein. Das ist meine Aufgabe, das ist, okay, diese glänzende Figuren, glänzende Magazine, Zeitschriften, das ist schon genug, wir haben überall. Und ich will ein bisschen von Schattenleute so akzeptieren und dann zeigen ein bisschen dieses Leben, was ein bisschen hinten... Ja, aber es sind nicht nur, also es sind Penner offensichtlich. Nein. Es sind aber auch eben Bettlerinnen, also in dem hinter dir, wo ich dich positioniert habe. Mhm. Da sieht man ja auch im Hintergrund den Hauptbahnhof und zentral eine Bettlerin mit Kind. Mhm. Ja, und dann unten steht noch Kinder. Ja. Ja, offensichtlich eine Szenerie, die dich bewegt hat. Ja, also soziale Armut. Ja, Niedergang, aber es gibt in anderen Bildern auch wiederum, also hier zum Beispiel, ja, da gibt es dann grimmig kriminelle Figur, ja. Okay, mit diesen Bettler zum Beispiel oder Penner auf der Straße, ich habe bemerkt schon seit zehnte Jahre, dass es die Deutschland sehr soziales Land und das ist ein bisschen Paradies für Leute, welche hat Probleme in ihre Länder. Und dann sie kommen einfach nach Deutschland und hier sie kriegen einfach einen Platz, wo kann man richtig leben, sagen wir so. Okay. Kann man sitzen, kann man betteln und dann sie kriegen unbedingt Geld und das ist in Aldi, Lidl oder Pennymarkt, das alles günstig und dann kann man richtig kaufen oder kann man richtig alkoholisieren, weil das Bier kostet sehr wenig und dann, ja wie gesagt, ich habe schon bemerkt, dass es Leute, das ist einfach Arbeit für welche Leute einfach, Arbeit, ja. Sie können nicht kriegen richtig Arbeit, vielleicht wegen Deutsch, wegen nicht diese Papiere zu Ordnung machen, aber dann einfach sitzt auf der Straße und dann einfach, naja, ich habe nichts dagegen, aber wie gesagt, die Deutschland ist ein sehr soziales Land und das ist, ich wusste nicht, warum so viel solche Leute ist hier. Jetzt ich kapiere ganz genau, warum, weil die Gesellschaft in Deutschland sehr, sagen wir so, intelligent, intellektuell und sie wollen einfach helfen für diese Leute von anderen Länder. Ja. Ich habe das zum Beispiel bei uns in Minsk oder in Moskau, du kannst nicht sehen so viele Leute, diese reichen Leute. Aha. Und ich, weil, wenn du wirst irgendwo sitzen oder dann einfach kommt Polizei und sagen sie, schmeißen weg, ja, weil das ist bei uns sicher mehr brutal als hier.
also wenn ich das zusammenfasse, du sagst so, dass das Stadtbild im Hauptbahnhof zum Beispiel, ja, teilweise auch hier im Ostend noch eben im Sommer mit Leuten, die unter der Brücke schlafen, ja, alkoholisiert sind und ja, das, ja, ja. Dass das daran liegt, dass unser System so freundlich ist zu diesem. Genau, Prozess. Genau. Das ist so weiches System. Ah, okay. Das ist nicht überhaupt nicht brutales System. Das ist einfach, wie gesagt, dass Leute, sie riechen, wo ist der beste Platz und dann sie finden in Deutschland. Sicher, ich weiß nicht, wie in England oder in Frankreich, aber ja, sicher in Deutschland, das ist das Beste. Guck mal, jedes, wenn ich gehe in Caritas oder in Franziskus treffe, das ist eine internationale Welt. Das ist von Polen, von Russland, von überall. Und Deutsche sind auch dabei. Deutsche auch, ja. Deutsche ein bisschen mehr, sagen wir so, privilegierter, weil sie können sprechen, weil ja, sie haben schon soziale Geld ein bisschen, aber dort ist freundlich. Sie kommen dahin und dann sie bla bla bla, Stunde und das ist, ja, das ist wie Hauscafé. Ja. Das ist sehr interessant. Ja, also du bist Beobachter, wenn du da hingehst? Ja, das ist Beobachter. Ja, ja. Und dann ich sehe diese Leute, wie gesagt, von ganzer Welt. Und ich sehe, dass sie haben jeder gleiche Problem. Sie hat verlassen ihr Land, weil dort ist nicht in Ordnung. Dort ist, ja, brutal Vergewaltung. Gewaltung. Ja. Gewaltung, ja, so. Und dann sie kommen nach Deutschland. Ja, klar, das ist nicht Heimat. Aber kann man leben. Besser als in ihrer Heimat. Besser hier und bestimmt, sie kriegen ein bisschen Geld hier und dann vielleicht schicken für ihre Familie oder Kinder oder ich weiß nicht. Jeder hat seine Geschichte. Ja, okay. Ja, für dich ist es natürlich eigentlich ganz gut, dass es so ist, weil du findest dein Material ja dort. Genau. Und das wird bei den Bildern auch ziemlich deutlich, ja, dass eben, also dass du, also ich, wenn ich in der Stadt herumlaufe, ich schaue mir die Menschen nicht so genau an. Okay. Also woher kommt das Interesse zunächst mal? Also dieses Interesse, ich glaube, das Interesse kommt, weil, okay, wegen russischer Literatur, russische klassische Literatur, wie gesagt, Dostojewski, Tolstoi oder Tschechow oder Leskow oder, naja, ganze Reihen 19. Jahrhundert, das ist normalerweise ist es Hauptperson, das ist diese Leidenschaft, leidende Leute. Das ist, weil leidende Leute, das ist für unsere Welt, das ist wie ein Gestalt. Okay, ist unsere Welt, unser Leben, ist es überhaupt nicht Paradies. Gibt's Böse, gibt's Gute und diese Böse manchmal einfach mehr Kraft haben als gute Seite. Also ist ausdrucksstark. Ja. Und das ist mir, war immer, naja, das, oder Charles Dickens, Englische, das auch hat geschrieben über diese Leute, welche irgendwo auf dem rote Grenze, irgendwo unten. Und das ist, ich habe das gekriegt, dass diese Leidenschaft, diese Gram, diese Probleme, und ich hatte persönlich eine besondere Kindheit, eine sonnige Kindheit, weil ich hatte Oma, Opa, ich hatte Mutter, Vater, ich hatte viel Cousinen, ja, Verwandte. Eine große 30, in Russland, ja. Und ich hatte immer Liebe zu mir. Und ich habe zurück diese Liebe, muss geben auch. Ja. Und ich versuche das machen, weil relativ meiner Kindheit und was sehe ich auf der Straße irgendwo, Konstablewache oder mit kleinen Kindern wie das, ja, ja, das, dann sehe ich große Unterschied und dann ich muss sagen, Gott, vielen Dank, dass ich so ein glücklich bin. Ja. So. Du grenzt dich sozusagen ab und also weil du weißt, dir geht's gut und denen geht's. Ja, zum schlecht. Beispiel, ja, zum Beispiel. Und dann ich wollte einfach diese Leute, das ist, sagen wir so, das ist von diesen Leuten, welche haben nicht so gute Kindheit wie ich, das ist ich bin Schulder. Ich habe Schuld von ihm und ich muss mit meinen Bildern sagen ihm, bitte, das ist meine nicht Geschenk, sondern deine Aufgabe. Deine, ja, ist meine Aufgabe. Da. Ja. Das ist einmal dafür, weil ich hatte genug das und ich bin. Also, aber also ich, das interessiert mich jetzt, weil das ist ja hier, also ich habe mir auch deine Bilder angesehen, die du schon in den 90ern gemalt hast. Ja, was, 90er? In den 90ern gemalt, okay, hast, die man auf deiner Webseite, die auch bekannt geben werde, also verlinken werde. Sieht man deine Bilder aus den 90ern und man kann ein bisschen deine Phasen nachvollziehen. Mhm. Und eigentlich, du wirst da nicht alle Bilder veröffentlicht haben, aber diese Beschäftigung mit dem Schicksal oder mit dem negativen Schicksal, sag ich mal,
oder Pech oder okay, was auch immer. Das beginnt eigentlich erst so 2008. So ungefähr, ja, ja, genau. Also, ja. Ja, okay. Und das war dann für dich die Aufgabe, das aufzunehmen, aufmerksam machen auf die Situation der Leute? Oder? Ja, mehr deutlich, ich wollte das mehr deutlich machen mit diesen Bildern, weil 90er Jahre, ich habe gemalt, nicht 90er, 2000, 0, 2000, ja. Millennium, sagen wir so. Ja. Ich habe angefangen, wann in Städel war, Bilder malen, etwas von alten Foto, von Daguerreotype, das wusste ich, dass die Leute schon 100 Jahre als nicht leben, die ist tot, aber hat gelassen dieses Dokument, dieses Foto. Ja. Und das war mir interessant, dass ich war wie ein, ich wollte ihm auch verstehen, auch verstehen, wie, und zeigen für mich, diese Leute nicht gestorben, zu immer, nein. Die einfach weg von unserem Leben, in andere Leben. Und ich wollte ich reanimieren und zeigen, dass sie leben, irgendwo noch leben. Und darum zum Hintergrund dieses Foto, ich habe gemacht Schneefall bisschen oder eine Ornamente von Leben oder, okay, ich weiß nicht, wie das sagen. Das war ein bisschen wie Nostalgie für Vergangenheit. Ja. Nostalgie von diesen 90er Jahren, weil stell mal vor, diese Foto, alle, die lachen nie, die einfach ganz seriös, ganz seriös, und das bedeutet, dass jeder diese Dekorativ ein bisschen wie ein Stück von Kunst, von Kunst. Jetzt glänzende Magazine, die alle lachen, alles ein bisschen zu oberflächlich, so wie eine Vitrine. Ja. Ja, und das ist mir, also nicht interessant. Eine Zurschaustellung. Ist zum Beispiel. Eine Rolle, die man spielt. Eine Rolle, ja. Jetzt, die sagen, mir geht gut, alles gut, how are you? Okay, alles perfekt, aber es ist nicht so, überhaupt nicht so. Zum Beispiel diese Leute, welche auf meine, das ist auch ein Bild für innere Menschen. Was hast du? Was hast diese Schauspieler oder so? Alle hat Probleme, diese, das ist okay, Probleme, das ist zu banal. Jeder hat seine Aufgabe also in dieser Welt. Selber. Ja. Genau. So wie Dostoevsky. Wie Dostoevsky, ja. Dostoevsky gesagt, ja auch damit. Dostoevsky gesagt, das ist unser Leben, ist es ein Krieg zwischen Gut und Böse. Mhm. Und dieser Krieg passiert in unserem Herz. Mhm. Und das ist jeder hat. Das bringt mich zurück zu den Gesichtern, die du malst. Es gibt also, dazu habe ich zwei Fragen tatsächlich. Also, es gibt also Personen, die du malst, die sind also wirken auf mich inhaltsleer. Sie haben leere Augen oder sie sind wirken verzweifelt. Es gibt aber auch dann Menschen, die tatsächlich vom Leben gezeichnet sind, also außerhalb der Norm, also ja, absolut faltig, absolut verlebt, ja, aber sie haben trotzdem ein Strahlen in den Augen. Also ja, also, und das würdest du sagen, das ist das wahre Leben. Also jemand, der eben echte Leben, Bio-Leben, so. Pure Leben, ja. So. Und hast du diese Leute so gesehen oder ist das dann, was du vielleicht ein bisschen dazu? Ich habe das dazu ein bisschen gemacht. Ah, ja, okay. Klar. Wenn ich sehe so eine leere Leute, dann ich versuche ihm etwas eine Hoffnung geben mit meinem Porträt, mit meinem, was ich sehe, weißt du? Ja. Ich, okay, wie gesagt, meine Aufgabe mit diesen Bildern, mit diesen Bildern, was ich hier so gehängt habe, ja, das ist, Leute, wenn sie kommen rein und gucken, sie müssen gehen raus mit Hoffnung. Das ist, Böse ist schwach, Gute ist mehr Kräfte. Wir müssen alle, ja, bisschen banal, aber kämpfen und nicht sagen, oh nee, kann ich nicht mehr, ich bin kaputt, nein. Aber die meisten, also meine Penner haben doch aufgegeben, oder? Wahrscheinlich ein bisschen, ja, aber meine Ziel, zeigen, dass es Hoffnung gibt. Ja, Hoffnung, dass es, die muss immer mit Leuten bleiben, okay. So. Dann ist mir aufgefallen, dass du eine Person zweimal gemalt hast, die dich... Dreimal, oder viermal. Ja. Aber eine ist mir besonders aufgefallen, und zwar ist es ein Rollstuhlfahrer mit einem roten Pullover, der etwas... Guck mal, gute Frage, guck mal. Mit diesem Rollstuhl oder manche Leute, welche schon zwei, drei manchmal, das ist... ich sehe diese Leute vielleicht permanent, jeder...
einmal pro zwei Wochen oder drei Wochen, und manchmal jede dritte Tage. Dann ich ein bisschen mit diesen Leuten, ich merke, wie ein, wie sage ich dann, wie Agent 007, ich bin dabei. Mir ist interessant, wie der bewegt, aber wie der gefragt. Aber du redest mit den Leuten auch? Rede auch, aber wenn geht nicht, zum Beispiel mit dieser Rollstuhl, der spricht sehr schlecht. Mhm. Der spricht sehr schlecht und ein bisschen so, okay. Ja. Aber wie der, okay, ich sehe einfach sein Leiden, und das ist mir, okay, interessant, nichts Gutes, aber ich, diese Leiden irgendwo, geteilt werden, weißt du, vielleicht ich gebe mal ganz ruhig 2 Euro oder so, okay. Dann sagt er, etwas so. Oder eine Person, das war sogar ein Bettler-Penner in Brest, in meiner Heimat, ja. Der hat gesessen auf der Treppe, in der Nähe auch Bahnhof, und er konnte auch nicht so gut sprechen, aber sein Gesicht, seine Figur, das war so deutlich eine Gestalt von dieser Reihe, Leute. Ja. Und ich habe einfach zu ihm gekommen und gefragt, ob ich kann die Foto machen, ein paar Foto machen. Der hat geguckt auf mich, so, aber nicht verstanden wahrscheinlich. Ich habe ihm gegeben, weiß russische Rubel, das war vielleicht halb Kilo Rubel, obwohl das war vielleicht 5 Euro oder so. Ja, so. Und dann, ich habe gemacht ein paar Fotos, aber eine Frau hat gesehen das und die dachte, dass ich nehme jetzt diese Foto und dann irgendwo wie ein Witz in Facebook oder so. Ja. Und die war ein bisschen böse auf mich. Mhm. Die gesagt, wie kann man mit so einem leidenden Mensch so machen? Ja, ja. Und dann, ich habe kapiert, dass vielleicht Leute nicht verstehen, wofür ich mache das vor. Ja klar, wir können verstehen, dass ich Künstler bin und das ist für meine Leinwand, für meine Aufgabe. Okay, und dann, ich habe für sich selbst gesagt, dieser Mann, ich werde malen 10-mal. Ja. 10-mal. Auf beste Plätze, auf beste Bilder. Ich nehme diese. Okay, das ist wie ein Schuld von dieser Situation war. Also du verarbeitest deine Schuld. Genau, so ungefähr, ja. Darum dieser Tipp, der ist vielleicht 5-mal und bei großen Porträten, bei kleinen. Dieser Mann, dieser. Ah, okay. Adidas. Oh, den hast du oft gemalt. Da habe ich oft. Ja, gesehen, oft. Ja. Aber mit ihm hast du angefangen. Das ist 2008 das erste Bild mit dem. Nein, das war. Also die das wahrscheinlich war das war. Moment, das war 2008. Ja. Vielleicht. So in die Zeit. Acht, ja, ist so. Ja. So. Genau, also ich hatte die Frage allgemeiner vorbereitet, aber ich nehme ihn mal als Anlass für die nächste Frage. Mhm. Wenn er jetzt die Gelegenheit hätte, deine Bilder zu sehen, wie würdest du das finden? Was meinst ja, du? Das, zuerst, das, ich glaube, das klappt nicht. Mhm. Es klappt nie. Aber nehmen wir an, es klappt. Frage, was? Was würde er empfinden? Wie würde er sich... Hey, guck mal, diese Leute, sie sagen so ganz einfach, für ihn besser Foto wahrscheinlich, ne, Foto. Dass er Geld bekommen hat. Ja, wenn sie sagen, auch vielleicht er fragt, das bin ich? Nein, ja. Das bin ich, nein, das nicht bin ich, nein, das ist, ich habe Nase ein bisschen größere oder kleinere. Ich glaube, nein, der hat das nicht gekriegt wahrscheinlich, okay. Wahrscheinlich. Ja. Aber meine Aufgabe, das ist, Leute, welche kommen zu meiner Stelle, gucken und dann meine Ziele oder so, sie gucken und dann auch verteilen diese Leidenschaft von ihm und dann sie einfach gehen raus von meiner Aufstellung ein bisschen besser. Motiviert so. Ja, ja genau. So. Okay. Zum Beispiel dieser Typ, was ist auf dem Plakat, ja. Auf Roll, ja, Plakat. Genau. Der ist ein, ich sehe ihn ganz oft in Zeil zum Beispiel, Zeil, ja. Ich habe gemacht von ihm ein Foto. Mhm. Und noch eine. Ich glaube, ja, ich habe gegeben ein paar Euro. Und wenn ich sehe, nochmal, ich gebe ihm immer ein paar Euro. Und der schon kennt mich und sagt mir, hi, hallo. Ja. Und wenn zum Beispiel wäre ein Plakat auf dem Zeil und der auf dem Rolle, wenn der sieht das, sicher, der erkennt sich selbst. Okay. Aber ich weiß nicht, wenn ich sehe ihm irgendwann vielleicht in einer Woche oder so, bestimmt, ich sage ihm eine Geschichte ein bisschen und dann ich mache mit ihm Termin und ich gebe ihm Plakate.
Oh, super. Okay. Sicher mache ich das. Ja. Super, ja. Der ist Behinderte, ja. Der ist so, diese Beine, der spricht. Sitzt am Rollstuhl. Ja, am Rollstuhl, ja, was am Plakat steht. Genau. Ja. Fasching. Also dann grüß ihn auf jeden Fall von mir, weil ich finde das Bild sehr, sehr toll, ja, auf dem Plakat. Aha. Und ich würde hier unser Interview auch dann beenden wollen, weil mehr Fragen habe ich gar nicht. Vielleicht willst du noch was sagen von dir aus? Ich wollte nur sagen, dieser Tipp auf Rollstuhl, ich habe ihm ein Foto gemacht auf dem Zeil, ja. Aber ich habe ihm in meinem Bild, der sitzt in Straßenbahn. Ja. Das ist schon meine Interpretation, wie der steht. Ja. Nur das ist Unterschied. Aber ihn hast du auch öfter gemalt, glaube ich, ne? Oder? Oder zweimal sicher. Zweimal sicher. Ja. Der auf dem Plakat, ja. Und irgendwo noch. Irgendwann im Gang. Ja, wahrscheinlich, ja. Okay, also vielen, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast und für die Antworten. Ja. War sehr aufschlussreich. Mhm. Und wir werden uns wiedersehen. Hoffentlich. Genau. Ja? Ja. Bis dann. Daniel, ciao.